Hallo Leute und herzlich willkommen zu Clan-Vorstellungen. Wir möchten nämlich unseren eigenen Clan aufmachen, wie ihr auf diesem schönen Bildchen sehen könnt. Und zwar Sub-Gameplay aus Submatic und Strange Game abgeleitet. Ja, wir wissen, das ist sehr kreativ. Naja, es kann sich zumindest sehen lassen. Abkürzung SGP. In diesem Bild seht ihr unsere zwei Lieblings-Pokémon, Panferno von Marcel und Tundusta von mir. Und er ist natürlich auch dabei. Hallo. So. ja, im Hintergrund seht ihr das Bild, das soll die Kanto-Region sein. Der Clan wird erst aufgemacht bei Alpha Saphir und Omega Rubin, weil Marcel kein XY hat und mein 3DS gerade Schrott ist. Ja. Und ja, wir möchten so ein bisschen reden, wie ihr euch bei uns bewerben könnt. Wir möchten es gerne so machen, dass ihr uns eine E-Mail schreibt. Den Kontaktadressen schreiben wir jeweils nochmal in die Videobeschreibung. Jo. Aber wir können sie ja nochmal erwähnen. Meine ist strangegame@web.de und Marcel, deine? Ich erstelle mir eine neue extra für Seine dich. alte war Marcel Puddingmann. Nein, so hieß ich. Der Nachname ist auch relativ. Und wenn mal, ich rede ich mal kurz. Wenn ich ein bisschen, sorry, wenn ich falsch jetzt ein bisschen müde rüberkomme. Wir haben jetzt 4 Uhr morgens. Nein, fast 23 Uhr. Wir haben es heute vorgemacht, 24 Stunden aufzubleiben. Und Marcel ist jetzt schon am Pennen. Egal, ich schaff das, Jungs. Egal. Wir haben auch überlegt, was wir machen. Wir wollen ja Pokémon machen, auf dem Bild zu sehen. Mehrere Spiele, wie zum Beispiel League of Legends, Minecraft, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh!, was du immer Spiele gibt. COD, CSGO. CSGO Online. Ja, genau. Und dazu brauchen wir halt immer diese bestimmten Clan-Members für diese Unterkategorien der Spiele. Ich und Juli werden wahrscheinlich hauptsächlich in Minecraft-Pokémon-Ding sein. Würde ich jetzt einfach mal so daherstellen. Ich stehe noch nicht ganz fest. Wir werden auch gucken, wie wir eine Webseite erstellen. Und ja, die Spiele kommen halt dann noch immer nach und nach zu. Wie gesagt, Lieder, 2 Lieder wahrscheinlich pro Spiel. Außer es halt ein sehr großes Spiel, wo der Clan-Hold dann größer ist. Und wie Juli schon sagte, die Kontaktadressen müssen. Also die E-Mail, was da drin stehen muss, sollte dein Alter sein, wie lange du schon dies und dies Spiel spielst, was für Fähigkeiten du in dem Spiel hast, Naja, warum. also Fähigkeiten lassen wir jetzt mal raus, weil das können wir nicht genau bestimmen. Sondern einfach, wie lange ihr es habt und ob ihr euch gut auskennt oder eher so Anfänger seid. Also eure Erfahrungen darüber. Und könnt uns einfach eine E-Mail schreiben und wir werden dann, wir werden euch antworten. Dann werden wir euch zum Gespräch einladen. Das werde wahrscheinlich vielleicht ich machen, weiß ich noch nicht genau, ob ihr da mitmacht. Ja, ich werde mitmachen. Auf jeden Fall, was wir auch geplant haben, oder planen müssen, ist, wie die ganzen Kategorien, also wie wir das auflisten. Weißt du, wie ich meine? Zur Auflistung, wer Leiter ist und Clan und so Genau. weiter. Das müssen wir auch noch machen und dazu werden wir wahrscheinlich ein Bild auf YouTube hochladen, was wir dann verlinken werden, auch unter das Video, was ich erstellen werde, heute Morgen. Das Bild. Ja, also. Das machen wir together. Ja, ja. Und ich habe Durst. Gut, was es zum Clan zu sagen gibt, im Moment nichts. Wir haben den jetzt vor einem Tag gegründet. Also wir haben es nur gegründet, ist er noch nicht wirklich. Ja. Wir uns Gedanken gemacht. Das ist jetzt aber rausgekommen. Die Webseite wird auch alles erstellt. Clan Teamspeak wird auch noch erstellt. Und ja. Und was ich noch sagen wollte, Mario Kart 8 geht natürlich auch, aber da kann ich leider nicht mitspielen, da ich schon in einem anderen Mario Kart 8 Clan bin. Ja, ihr müsst wissen, Juli ist so eine 31er, er stellt einen eigenen Clan, aber ist er bei einem anderen Clan? Ich war schon in vielen Clans. Hatte auch schon eigene. Also. Egal. Auf jeden Fall, ihr könnt zwei Sachen machen, die wir nicht wissen. Ihr könnt erstens schreiben, wo hier ein Easter Egg auf der Map ist. Und zweitens, mit welchem Programm diese Welt hier gemacht wurde, wir wissen es selber nicht. Ich habe schon gedacht, dass das in Minecraft gebaut wurde, aber Das sieht echt aus wie Minecraft, aber dafür ist es zu unpixelig. Außerdem gibt es diese braunen Blöcke nicht. das doch könnte direkt sein. Ist auch jetzt egal.
Da hat das alles gar nicht damit zu tun. Und sollte uns gerade eine E-Mail schreiben. Und ja. Wir werden euch versuchen, so schnell wie möglich zu antworten. Ja, ich weiß nicht, ich habe in letzter Zeit eh keine Zeit. Aber müsste ich irgendwie trotzdem noch hinkriegen. Eben ist wenigstens nicht schwer. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Vielleicht machen wir eine E-Mail-Adresse zusammen und die Ja. sollen dort alle hinschicken, Ja, machen wir bitte. dann. Genau. Also pass auf, die erste Info, die wir machen, die wird weggestrichen. Wir machen eine neue E-Mail-Adresse für beide auf. Die schreiben wir dann in die Beschreibung, nicht beide, sonst kommen wir durcheinander. Wir machen die beiden. Na? Genau. Gut. Und das war's dann, glaube ich, schon mit diesem kleinen Video. Ja. Dann danke fürs Zuschauen. Bis dann, Leute. Tschüss. Tschüss.